Für die Eintracht aus Frankfurt ging es dann in die Pflichtspielsaison im Europa League Qualifikationsmodus, sollte es dann gegen den estischen FC Flora Tallinn natürlich in die nächste Runde gehen und eigentlich eine Pflichtaufgabe für die Eintracht hier zu erfüllen. Die erste Möglichkeit ergab sich dann nach einer Standardsituation, den bringt Kostic auch auf den Kasten. Wirklich gefährlich wird es für Igonen, dem estischen Nationaltorhüter, in dieser Szene aber nicht. Die Eintracht aber weiterhin ganz klar mit dem Regler des Spiels in der Hand, diesmal der Eckstoß von der rechten Außenbahn. Standardsituation immer wieder gegen tief gestaffelte Esten. Sehr gut in Gebrauch gekommen. Hier ist es Paciencia, der den Kopfball aber nur ans Außennetz setzen kann. Und weiterhin eine sehr defensive Einstellung der Gastgeber. Und Frankfurt spielte das Ganze mit Geduld runter. Dominic Coa, Camara, Paciencia und wieder Igonen. Der Treffer wollte einfach noch nicht gelingen. Auch wenn er mittlerweile schon eigentlich überfällig war. Ähnliches Bild dann nach einer halben Stunde. Philipp Kostic zu Gacinovic. Coa, Gacinovic findet die Schnittstelle. Und Philipp Kostic, nochmal der Schuss. Igonen passt auf, Szene noch nicht geklärt, dann da Costa und wieder der estische Schlussmann. Einfach gut, was der hier heute brachte. Hatte auch die Möglichkeit, sich auszuzeichnen, weil so viel auf seine Hütte kam. Weiterhin aber erstmal ohne Gegentor. Igonen. Sollte es dann so laufen wie so häufig. Man macht die eigenen Chancen nicht und dann schlägt der Kontrahent zu. Fürs Erste geklärt die Szene, aber Flora Tallinn bleibt dran. Kreide auf der linken Außenbahn mit der Flanke und dann der gute Abschluss, der sehr gute Abschluss sogar. Rönnö hat Glück, dass er den erst gut halten kann und sich dann mehr oder weniger auf den Ball draufsetzt. Das hätte richtig brenzlig werden können. Nach 45 Minuten stand es da 0:0. Das war für Frankfurt eigentlich zu wenig. Dem Spielverlauf mal zugrunde gelegt. Nun wieder die Eintracht besser drauf. Gacinovic mit einer richtig schönen Ballbehandlung. Paciencia. Man konnte sich im Prinzip nur wiederholen. Es fehlte das Tor. In der Defensive stand man gut, ließ wenig zu, aber dann mal wieder einer der wenigen Nadelstiche. Ein Dicker passt auf. Und Miller drischt dann Chor aus kurzer Distanz das Spielgerät ins Gesicht. Beziehungsweise an die Brust. Nun Frankfurt gefordert, den Auswärtstreffer zu erzielen. Paciencia legt rüber. Da ist Mijat Gacinovic dann plötzlich völlig frei. Und endlich war es geschafft. Eine Viertelstunde vor dem Ende platzt der Knoten. Weil Paciencia eine richtig gute Übersicht hat. Igonen dann aus kurzer Distanz nicht mehr eingreifen kann. Das 2:0 wäre aber dennoch die bessere Ausgangslage. Und so blieben sie dran. Danny da Costa, Gacinovic nochmal. Wieder zu einfach. Paciencia. Um ein Haar noch das zweite Auswärtstor. Im Endeffekt kann man mit diesem Resultat dennoch zufrieden sein. Wenn sie sich anstrengen und konzentrieren im Rückspiel, darf da im Prinzip eigentlich nichts mehr schiefgehen.